Das ist ein Boss. Wir haben ja drei Monsterjagden angenommen, ne? Ja, ja. Fuck. Wen zuerst? Oh, mach wie du willst. Komm, ja. Nicht, was da genau passiert. Nee, ich war einfach nur gedrückt. Über einige hat mit seinem Wasserding so viel Schaden angerichtet bei allen. Ja. Dass ich nichts mehr geblickt habe. Das stimmt, das hat sie wirklich. Oh, jetzt rennen die auch schon weg. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Die haben doch nur einen Kampf mehr gemacht. Ja. Und sind jetzt auch nicht so viel stärker geworden. Oh mein Knirknips. Was ist denn gegen Maschinen genommen? Eis hätte ich gesagt. Ist ein bisschen verrosten. Normalerweise ja keine physischen Angriffe, deswegen bin ich noch am Überlegen. Deswegen sage ich Eis, aber sonst. Ich glaube, die Dinger vom Uli sind halt nicht so wirklich elementbezogen. So ein bisschen, ja. Aber nee, das Feuerding ist halt schon elementbezogen. Ja, das schon, aber nicht auf die Art und Weise, wie die Viecher. Nee, die anderen Tricks Angriffe sind scheißegal im Grunde. Dieses Vieh, ne? Geh sieht weg. So gefährlich Geh aus. Weg. Sieht einfach mega gefährlich aus. Ja. Und die sehen schon gefährlich aus. Ja. Das schließe ich mich komplett an. Jelgar. Ach, komm schon. Sehr schön. Wie machst du eigentlich? Wirklich viel, leider. 164. Und das ist so ein Furz. Ach, wir haben schon mal ein Zahnrad. Es fehlt uns nur noch die Axt dazu. Dann können wir die Axt des Uhrmachers machen. Ach so. Guck, die Eisenaxt fehlt uns nur noch. Die kann man bestimmt irgendwo kaufen. Ja, ich nehme es auch an. Vielleicht auch mal ein bisschen erkunden, wie kann man da rein. Okay, cool. Ich dachte, ich habe einfach mal X gedrückt auf gut Glück. Okay. Ich hätte jetzt vielleicht einen Zauber ausprobiert, aber so geht's auch. Ich habe sogar vergessen, was wir gerade gefunden haben. Ich auch. Na, guck mal, ein Trickschädel und eine Funzel. Süß. Oh, 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 guck mal, guck mal. Wir können die Funzel zähmen. Ja, mach das. Ich glaube, die kann auch gar nicht sterben dann in dem Moment. Die hat doch, ich hätte sie angreifen können. Ja, dann, ja gut, wenn du sie angreifst schon, aber die anderen können sie, glaube ich, nicht töten. Nee, die anderen greifen sie, glaube ich, auch nicht an, das stimmt schon. So gemacht, dass du diese Zeit hast. Oh, du bist auch was gut. Du bist fast tot. Ja, ich weiß. Du wurdest auch gerade anvisiert. Oh, ich, aber ich konnte nichts machen. Du nutzt jetzt keine Phönixfeder. Nie. Niemals. Wo reißt du denn an? Ich hab keine Mar- okay, ich will jetzt auch keine MP opfern für dich. Verteidigen. Jetzt nicht mehr. Okay. Ah, oh, eigentlich müsstest du jetzt wieder rein. Ja. Schlafen. Und wieder raus. Und wieder raus. Yay. Yeah. Super ätzend. Und richtig toll werden. Ich bin der Meinung, das zeigen wir nicht.
Ich bin auch der Meinung, dass man das nicht zeigen kann. Kunz. Alfons. Alfons ist super. Funz, nein. Kunzfunz. Alfons. Ich will den Alfons. Der ist wunderbar. Ich würde gleichzeitig auch vorschlagen, wir gehen jetzt nochmal rein. Übernachten. Nein, 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 geh weg. Wir gehen jetzt wieder rein. Wir übernachten drin. Und dann fahren wir mit dem Schiff zurück. Warum? Um die Sidequest zu machen. Oh, ich will. Warum? Weil die Sidequests wesentlich interessanter sind. Als ja, aber wir müssen hier leveln, weil das bringt uns gerade noch was. Ich will das leveln. Als wenn wir woanders leveln, weil woanders leveln bringt ja noch weniger Erfahrung. Und ja, die Sidequests bringen dir zwar Stempel, aber davon leveln wir ja nicht. Können wir ja ein paar schöne Sachen noch zeigen, wenigstens. Was haben wir denn überhaupt noch für Sidequests woanders? Das ist doch auch nicht viel. Naja, die Taube fehlt noch. Ach, die Taube? Was bringt uns denn die Taube? Nichts. Das Rätsel des Geistes. Aber, ja, aber da müssen wir ja das lesen und so. Das kann man theoretisch auch alles off-air machen. Das musst du nicht zeigen. Theoretisch. Da müssen wir, können wir jetzt eigentlich Schluss machen. Auch das ist möglich, weil es passiert jetzt halt nichts Spannendes. Nee, es passiert nichts Spannendes. Das Einzige, was man noch zeigen kann, ist diesen Typ auf diesen Gleisen. Diesen Boss, diesen Mittelboss, nee, schaffen wir, aber das schaffen wir jetzt noch nicht. Dafür müssen wir vorher leveln. Und leveln ist für mich mehr als unspannend. Ja, sag wenn ich ja. Wenn man da rumrennt und das genau, das sag ich ja. Aufdreht, ja. Nein, will kein Mensch sehen. Das ist halt echt das Schlimme an dem Spiel. So, wo sind wir denn? 3,50. Das heißt, wir haben 2 Stunden 50, 2 Stunden 30 haben wir jetzt aufgenommen. Okay. Nach dem Event. Ja. Wie viele Folgen sind das? Das ist jetzt dein Ernst? 2 Folgen. Die Stunde sind 3 ungefähr. 3 Folgen und 3 Folgen haben wir jetzt aufgenommen. Sind, also, wie viele Finger halte ich hoch? 8. Ich glaube, die Halloween-Folge sind 9 und davor haben wir 3, sind 12. 12 sind wir. Ich glaube, wir sind bei 12. Also wir müssen auf jeden Fall noch 10 Minuten machen, dann haben wir nämlich, dann ist die nächste Folge komplett. Ja, und dann gucken wir mal, was wir auch eher weitermachen, bevor wir uns wieder in diesen Wahnsinn begeben. In die schönen Sachen, die auch spannend sind. Was sagt denn die Uhrzeit? 17:09. Das ist auch schon spät. Dann rechnen wir doch nochmal. Oh, wir versuchen jetzt wenigstens den Boss. Also ich versuche ihn jetzt einmal. Okay, ja. Wir haben ja drin gespeichert. Hast du? Ja. Okay. Wir haben ja übernachtet. Ja, finde ich gut. So, erst die Clear-Knirpse. Ja. Hau sie weg. Ein bisschen verteidigen. Ich hoffe, wenn der Dampf macht, der Köder ist egal. Ach nee, Köder macht, dass der neue Viecher kriegt, ne? Da musst du aufpassen. Nee, das macht das, dass der angegriffen wird. Glückknopf zu gehen. Im Moment geht gerade alles. Nee, er kriegt nicht so viel Schaden. Nicht. Er kriegt nicht Schaden, aber er macht gerade auch noch nicht so viel Schaden. Nee, ich hab's noch nicht gesehen. Okay. Schaffst du. Okay. Ah, 26, das geht nicht. Hm. Nein, das geht nicht. Ja, ist das nur? Für die Kette. So, Zauber. Jetzt kannst du mal was ausprobieren. Nee, Eiseskälte. Hatten wir das schon mal? Ja, das haben wir bei dem Dampfkranz mal benutzt. Das war okay. Feuerball. 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 Und Ballast. Der ist ein bisschen langsamer. Ja. Das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Nee, ich glaube, den kriegen wir. Ja. Der so. Den schaffen wir nicht. Ey, du! Der sah auch wirklich gefährlich aus. Ich wollte gerade sagen, das ist echt halt. Ne, man weiß es nie bei den Viechern mittlerweile. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist auch total random. Bei diesem Kampf kommt mir jetzt wieder overpowered vor. So ein bisschen. Beim nächsten Kampf komme ich mir wieder an der Level vor. Das ist so. Was sind wir? Wo sind wir? So, und dieser Kampf gibt genauso viele EP wie so ein normaler Standardkampf. So, warum? Das macht auch keinen Sinn. Aber gut. Ah. Monsterjagd abgeschlossen.
Du kannst ja jetzt nochmal zu Dings gehen, zum anderen leuchtenden Punkt. Genau, das war jetzt mein Plan. Ich laufe jetzt nochmal dahin. Meinst du, das ist wieder ein Item? Ja. Diese Eingänge sehen mir nach Items aus. Nein, was? So eine wie so eine Durchreiche. Ja. Kann man das Loch? Nee, wo ist denn der andere Loch? Oh, Moment. Ah, okay, ganz auf der anderen Ecke. Aber du wolltest eh zum Schiff. Ja. Dann laufen wir zum Schiff runter. Das Peinrad haben wir hier. Guck mal. Das sieht gar nicht so peinlich aus. Nee. Aber gegen diese Sau machen wir halt mega viel Schaden. Komischerweise, ne? Ich glaube, diese Farben, ne? Ja. Wir machen Uli aktuell Feuerschaden, weil wir, glaube ich, ja ein Wicht sind, der Feuerelemente ist oder sowas. Und Feuer schadet diesen Viechern. Das heißt, diese rote Zahl oder orange Zahl... Wir machen Feuerwaffe. Genau. Und diese orange Zahl ist, extrem gut gegen dieses Wesen. Blau ist schlecht und weiß ist neutral. Ja, das denke ich auch, dass das was bedeutet. Mein Gott. Ja, das denke ich auch. Deswegen müssen wir gucken. Ja. So, komm schon. Sehr schön. Mein Kopf fliegt ab. Ah, Teabagging. Alter. Oh. 13 Evolution. Das so. Klingt als... Würden wir was Neues. Ich denke, wir könnten das schon tun jetzt. Ja. Ach nee, müssen wir hier machen. Dann lohnt es sich wenigstens noch. Haben wir den? Ja, klar, wir haben alles im Moment. Das ist ein Mondtropfen, ne? Ja. Oh, er kriegt die Eier zu Schuh. Guck mal, er kann ganz viele Wirbel sammeln. Und dann lernt er Unwetter und Wirbelsturm. Windzauber. Ah, okay, warte. Lernbare Tricks. Ach, Tornado hat er hier gelernt und das lernt er und das kann er im Moment oder hat er drin. Aber soll er dann nicht noch, warte mal, sollte er dann nicht noch, jetzt ist es. Tornado lernen? Ja. Nee, das kann er ja bei der ersten Stufe. Ja. Das aber sollten hat wir er vielleicht, nicht, nee, vielleicht sollten wir das mal in die Liste packen von ihm. So kann er das schon. Ja. Aber er ist süß geworden. Hm. Findest du nichts? Du. Guck, der hat nämlich göttlicher Glanz drin. Er hat keinen Tornado. Ah, okay. Vielleicht hätte er das, also... Ja. Wir lernen dazu. Also vielleicht. Es scheint, als ob diese Viecher... Das wäre ja wie bei Pokémon, ne? Auf ja. Auf einem bestimmten Level halt die bestimmten Sachen lernen. Ja, so. Aber... Aber eigentlich müsste er das jetzt hier trotzdem kann er das nicht mehr lernen, was er vorher lernen konnte. Weiß ich nicht. Eigentlich würde es Sinn machen, aber... Weiß man nicht. Naja, ist bei dem scheinbar so. Ja. Weil Tornado... Kann der jetzt nicht mehr lernen. Nee. Deswegen habe ich ja gesagt, warte mal. Aber da hast du schon gedrückt. Ja, aber wurscht. Ja. So, das heißt, wir müssten den eigentlich bis 37 hochziehen. Ja, stimmt, da steht's. Klick mal die anderen kurz durch. Ich kann nichts durchklicken. Doch, R1. Achso, die meinst du Charaktere. Charaktere, ja. Der 32. Kann auch den Windschlag lernen. Alter, 39! Aber bis 39 hochziehen ist ein bisschen bescheuert, oder? Das ist hart. Das macht ja auch nicht so viel Sinn, weil wenn du dann wieder resettest, den ist es ja nur bis 35. Ja, der hat eh noch nichts drauf. Ah ja, warte. So, können wir mitnehmen. Ja. 28, 41. 25. Er lernt auch Tornado. Ja. Ja, alles klar. Gut. Ja, dann geh jetzt mal zu dem Fleck an. Am Boot. Also ich speichere mal kurz. Bis jetzt lief es ja sehr gut. Wir wollen es nicht riskieren, alles nochmal machen zu müssen. Ja, es war.
Warme Worte! Such dir einen aus. Musst du nicht beide machen. Ich will gar keinen machen. Der ist ja auch recht langsam. Aber er bemüht sich sehr. Ja, sie steht. Willst du nicht bemüht. Da zum Strand? Ach nee, du willst ja zum Strand. Ich will da oben hin. Was steht denn da? Du hast ja gerade gespeichert, ne? Das ja. Sieht übel aus. Ist das ein Yeti? Sieht so aus, ne? Wir haben den Yeti gefunden. So, mal gucken, was wir zuerst erlegen. Ob wir die schaffen. Ja, wir können auf die Trampe gehen. Haben wir schon, ne? Ne, haben wir nicht. Ne, ich glaube. Ne. Ne, Blüterich haben wir noch nicht, ne? Nee. Alles ganz gut, ich habe außerdem allgemeinen Angriff gedrückt. Ja. Das heißt, die killen den im Hintergrund. Wenn wir. Oh, wir zähmen die mal, läuft schon. La la la. Da guck. So super. Ah, easy. Easy. Jetzt können wir den Yeti nur zerficken. Ja. Mit dem Blüterich im Gepäck. Trotzdem nochmal speichern. Klar. Aber guck mal, das ist schon Flug 5. Ja, dieses Spiel ist schon ein bisschen auf Grinden ausgedehnt. Es ist so ausgedehnt. Und so. Ist blöd. Balsami, Stäubi und Blust. Blast. Blust? Blust, oder? Ja. Da können wir Blust-Team machen. Blust. Blust ist okay. Blust. Der Blust. Yeah. Auch wenn es ein bisschen... Oh, wie er da schon steht. So. Hallo! Hallo, ich spei... Ah, Moment. Ja, abbrechen. Ich habe nicht gerade ein Problem gesehen. Soll ich einen Kaffee nehmen? Für Esther? Mach. So, reicht. Mehr kriegt sie nicht. Wir haben echt ein MP-Problem immer mit Esther. Esther hat ein riesen MP-Problem. Das ist nicht gut. Vielleicht müssen... Ja, aber Einige hat halt die geilen Zauber, ne? Die kosten aber auch. Flusus Longus. Flusus Longus. Flusus Longus. Finde ich gut. So, den machen wir noch. Und dann. Alter. Ist geil. Oh ja. Ist schon. Ja, guck mal. Wir machen sogar positiven Schaden. Aber. Wenn das wirklich so ist. Ja. Nicht so wie Plops mit 1. Ja, eins. Genau das meine ich. Ich verstehe das manchmal auch gar nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, diese neuen Monster kommen überhaupt nicht hinterher. Das ist so seltsam. Obwohl wir die schon ewig dabei haben teilweise. Das ist nicht viel. Nee, aber guck mal, wir machen jetzt 30 Schaden, dadurch ich meine Klinge ausgewertet habe. Du musst wechseln, ein bisschen Strafe. Steve, los! Steve ist! Hurschrei! Okay! Der macht gar keinen Schaden, oder? Doch. Gott, das ist schön. Was hätte er es dann lieber haben sollen? Der hat sich nicht geholt. Vielleicht. Vielleicht doch. Und wieder auf Uli. Ja. Das ist schon geil, der verdoppelt unsere Angriffe. Ich will ein Leben mal holen. Nein. Ja, zurück in die Knister, wie da drin ist. Ah, komm schon. Ja, Mann! Hast du das? Nice. Nice. Boah. Das ist ein Brocken, ey. Was ein echt. Ich bin froh, dass wir die Feuerwaffe hatten. Ja. Wobei ich nicht mal weiß, ob das wirklich. Aber egal. Doch, ich glaube schon, dass das. Sehr gut. Yay. Okay. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge übermorgen wieder.
Und mal gucken, wo wir dann sind, an welchem Punkt. Genau. So ganz genau wissen wir es, glaube ich, auch noch nicht, was wir jetzt machen, aber wir werden auf jeden Fall ein bisschen stärker sein. Wir müssen. Wir haben keine Wahl. Wir müssen Kraft dazu gewinnen. Ja. Ja, wir freuen uns aufs Leveln. Sehr. Bis dann. Ciao, ciao.